haben angefangen damit, auch mit den neuen Spielern, mit der internen Ball viel zu tun. Wir hatten nicht richtig gewusst, wie die ganze Saison abläuft. Alles war für uns neu. Und wir sind aber mit der ganzen Sache klargekommen. Und muss ich sagen, für das, was wir vor der Saison uns ein bisschen Gedanken haben, ja, okay, etablieren und es wäre super und wir wollen gut dabei sein und so, für das ist das eine große Überraschung, da wo wir sind jetzt. Das ist gute Sache, die Jungs haben die erste Runde geschafft, jetzt spielen die in der Hauptrunde, das heißt, die spielen jetzt mit 12 besten Mannschaften in ganz Deutschland, plus die Schüler, die helfen auch bei der Jugend. Wie sieht es denn da aus? Wie sieht es bei der Jugend aus? Ist der Aufstieg noch machbar? Der Aufstieg ist klar, ist machbar, darum in Eishockey kann... muss ich sagen, auch viel passieren. Die Jungs von der Schülerbereich, die helfen. Die, muss ich sagen, die sind bereit und die wirklich mit Ehre spielen, auch für die Jugendmannschaft.